Service, was kann ich für Sie eintragen? Ja, grüezi, das ist der Grindelwald. Ich habe hier so ein Schreiben von Ihnen, dass Sie was gewonnen haben. Da wollte ich mal nachfragen. Also Sie haben die Geschenkbenachrichtigung mit einer Registriernummer oder was steht da jetzt drauf? Ja, da steht herzlichen Glückwunsch. Da ist hier so ein Paketchen mit 300 Euro dran. Ist das so Das ist der richtig? Wert. Das ist der Wert, Ja, genau. das ist ja Und großartig. Soll ich Ihnen die Gewinnnummer vortragen? ja, die brauche Ah, ich. das ist Gustav Ludwig Übermuth. Ja. 6629. 6629. Jawohl. So, da schaue ich mal einen kleinen Augenblick. So, da haben wir einen Gutschein im Wert von 300 Euro von Trenthorst Touristik. Ist ja Also wenn, großartig. bitte? Das ist ja großartig. Finde ich auch, ja. Also wenn Sie über Trenthorst eine Reise buchen, egal wann, wie, mit wem und wohin Sie reisen möchten, Ja. bekommen Sie 300 Euro auf den Reisewert gutgeschrieben. Das ist ja die beste Nachricht der ganzen Woche, Ja, dabei ist heute sehr erst schön. Dienstag. Ja, den Gutschein kriegen Sie dann per Post zugeschickt. Wie lautet bitte nochmal Ihr Nachname? Grindelwald. Also GRINDELWALD. NDL und dann der Wald wie das Wäldchen. Und Ihr Vorname? Gellert. Also GELL. ERT. Die Straße? Nochmal. Die Straße? Grindelwald. Das war jetzt der Nachname. Hi, natürlich. Das haben Sie doch Aber Ihre, gefragt. ja, und Ihre Straße. Ach so, das ist ja ein frischer Hasensprung. Hafen? Hase, wie der Hase im Feld drin. Und die Hausnummer? 63. 63. Ah, sicherlich. Die Postleitzahl? Das ist 83471, Berchtesgaden. Moment, 471. Und die Straße war jetzt Hasensprung, ja? Ah, sicherlich. Und Ihr Geburtsdatum? Sie ist der 5. Ja? 77. 77. Also in circa 4 Wochen ist der Gutschein bei Ihnen zu Hause. Ja, Da so steht lange dann. braucht die Post hier immer auf die Alm nach oben. Das ist schrecklich. Ja, ich kann ja schlecht sagen, morgen ist er im Briefkasten. Ja, also wir, ja, ich sage immer lieber im Vorlauf. Ja, also in circa 4 Wochen, wenn er kommt, ist schön. Ja, ansonsten halt Ah ja. circa 4 Wochen und da stehen alle Informationen noch mal ganz genau drin. Da freue ich Ja. mich sehr drüber und darf ich mich einmal herzlich Wunderbar. bedanken bei Ihnen. Ja, gerne. Ja, und wie Jetzt habe gesagt, ich aber keine nicht Welt. verstanden, wo die Reise hingeht. Ich möchte ja doch gerne in Na, es ist noch Bergingen keine bleiben. Reise. Das ist ein Gutschein für eine Reise. Wenn Sie über Aha. Trendtours einen Urlaub buchen, ob es Ja. jetzt eine Fernreise ist oder eine Tagesfahrt oder eine Städtereise, Trendtours, die bieten ja verschiedene Arten von Reisen an, da werden dann 300 Euro auf den Reisewert gutgeschrieben. Ah, es ist ein Verrechnungscheck im Prinzip. Na, Verrechnungscheck jetzt nicht. Also das ist ja so eine Art Gutschrift. Ja, das wird dann Ah vom ja. Reisewert also abgezogen. Das ist ja phänomenal. Wie komme ich denn zu der Und Ehre? das, ja, sicherlich durch eine verschiedene Verlosung, die Sie mal mitgemacht haben. Ja, sehen wir hier oben auf der Alm gibt es nicht viele Freizeitbeschäftigungen. Irgendwas muss man ja machen. Ja, also wie gesagt, Sie kriegen das dann schriftlich zugeschickt. Ja, und dann wünsche ich, wenn der Urlaub dann fest ist, wünsche ich viel Spaß. Vielen Dank. Ja, Können und Sie Herr mir noch mal Grindel. sagen, wenn wir schon gerade miteinander sprechen, wie ist momentan die Lage unten im Tal? Ich bin seit vielen Jahren nicht mehr dort gewesen. Unten im Tal. Ja, sicherlich. Bin hier, hier oben auf der Alm. Bei den Aber Ziegen. Sie sind jetzt hier, aber nicht im Tal. Also ich bin ja in Magdeburg. Sie sind nicht im Tal. Ich habe gedacht, ich habe jetzt im Tal angerufen. Nee. Das ist eigentlich die einzige Nummer, die ich wählen kann. Wie ist es denn Aber im unten? Tal sind Sie jetzt nicht. Sind Sie nicht im Tal unten? Nee. Ja, das gibt's ja nicht. Aber ist ja nicht schlimm. Ich wollte mich informieren wegen dem Schützenfest, ob das noch ansteht oder nicht. Das kann ich Ihnen nicht sagen, ob da was ist. Keine Ahnung, Ja, Herr und Grindelwald. was spricht man dieser Tage unten? Der Ich weiß Postbote es ist auch auch hat nicht. seit Tagen die Zeitung nicht nach oben gebracht. Ach so? Ich dachte schon, da ist etwas passiert, aber es scheint, dass die Welt sich noch dreht, wenn ich sie anrufen kann. Ja, Also sicher. Sie sind sicher, dass Sie Vielleicht nicht im steht. Tal unten sind? Nee. Ich bin nicht im Tal unten. Ich Aber sitze Sie in sind... Magdeburg. Ui, das ist ja auch weiter weg. Das ist ein bisschen weiter weg, Wusste ja. gar nicht, dass wir so lange Telefonleitungen haben. Ja, aber die Welt dreht sich trotzdem, Herr Grindelwald. Ja, das ist gut. Ja. Das ist ja Aber was immer da jetzt. sehr, sehr wichtig.
Jetzt ist ja aber im Prinzip, müssen ja demnächst auch mal die Traktoren kommen. Die Ziegen müssen ja geschoren werden. Es ist jetzt ja Hochsommer. Die sind auch 3 Tage schon überfällig. Können Sie da einmal nachfragen, bitte, beim Weiß Bürgermeister? nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich weiß auch nicht, wer unten im Tal der Bürgermeister ist. Ja, der Hubert, der ist ja seit 70 Jahren fast gefühlt. Ich kann es Ihnen nicht Ich sagen. habe ihn da gerade im Hintergrund, habe ich ihn doch gehört, den Hubert. Das ist nicht der Hubert. Können Das Sie ist mir mein den ein, Kollege. können Sie mir den einmal geben, bitte? Das ist Kleiner das ja. Augenblick, bitte. Ja. Hallo? Kollege ist jetzt gerade im Gespräch. Kann ich Das was ist ja. ausrichten? Ja, das ist ja der Hubert, der soll mich Das zurückrufen. ist Das nicht der ist. Hubert. Ich verkenne den Hubert nicht. Ich habe die Stimme doch gehört. Wir haben doch Ja, aber das ist vor nicht ein der paar Hubert. Monaten sind wir doch noch im Wirtshaus zusammen versackt. Ich vergesse nie eine Stimme, wenn ich die einmal gehört habe. Aber das ist leider nicht Ihr Kumpel. Nein, das ist ja nicht der Bürgermeister, ist ja nicht mein Kumpel, aber Ach der soll so. den Tiertransport endlich hochschicken. Ja, aber da kenne ich mich nicht mit aus. Also, Nein, nein, er, das, Sie das sagen, soll Sie das sind ja die nur die Stunden. Information bitte weitergeben. Aber Sie sind ja auch nicht, oder ich bin nicht im Tal. Wem soll ich das denn Ah, weitergeben? den Hubert. Den kenne ich nicht. Ja, ich weiß, Sie dürfen es nicht sagen, aber das ist ja mit den Ziegen, das ist ja kein Staatsgeheimnis. Ich bin ja auch im Prinzip ein Angestellter der Stadt. Da müssen Sie mir schon Amtshilfe leisten. Ja, aber wie gesagt, im Tal, ich weiß nicht, wer da im Tal ist und warum da keiner hochkommt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Es wäre ja im Ja? Prinzip, muss ja auch langsam sein. Am Sonntag ist ja das Schützenfest. Dann muss ich ja im Prinzip, wenn Sie mich da nochmal informieren könnten, trägt man noch die Schlaghose oder was ist momentan in Mode? Ich bin seit vielen Jahren nicht mehr unten gewesen. Kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, Da was bin ich trägt raus, man im Tal? Schützenfest. Bitte? Was trägt man unten im Tal? Ich kann es Ihnen nicht sagen, weil ich dort nicht wohne und Ja, aber Sie dann sind doch die. nicht, sind Sie von der Alm? Ich bin nicht von der Alm. Ja, da können Ich Sie mir bin doch hier vom sagen, Gewinn. was man unten jetzt trägt. Wir Das haben weiß hier ich oben ja nicht. immer sehr funktionale Bekleidung. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also wie gesagt, um nochmal auf den Gutschein zu kommen, den kriegen Sie per Post zugeschickt. Wenn Sie den nutzen, ist schön. Wenn nicht, dann würde der irgendwann auch verfallen. Können Sie da dann nochmal draufschreiben, dass Sie den Transport hochschicken sollen? Da kann der Briefträger das ausrichten an den Hubert. Also das kann ich jetzt nicht direkt auf den Gutschein schreiben, weil den kriegen Sie ja von Trenntours zugeschickt. Ja. Und was, ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen, Herr Grindelwald. Ich habe den im Ja, ich Hintergrund bin. schon wieder gehört. Geben Sie mir doch einmal den Huber. Die Ziegen, die brauchen Der die Wolle Hubert ist runter. nicht. Herr Grindelwald, ich bin ja nicht im Tal, da kann ich Ihnen nicht Das weiterhelfen. gibt's hier nicht. Ja, Ist das ich. Tarn von einer Lawine verschüttet worden? Weiß ich nicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Herr Grindelwald, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Gesundheit, alles Gute und noch einen schönen Tag. Ja, wo sollen wir denn? Ich habe ja im Prinzip auch schon die ersten Säcke mit Ziegenhaaren. Wo sollen wir die hinschicken? Ich Weiß habe auch ich die nicht. Ich habe. Bestellliste noch nicht bekommen von den Kunden. Ich kann es Ihnen nicht sagen, Herr Grindelwald. Ah, warum Ja, ich nicht? bin ja vom Sind Sie neu in der Gewinnspielservice, da Firma? bin ich. Ja, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner, weil ich hier Ja, nicht wer im wäre Tal das denn? sitze. Kann ich Ihnen auch nicht sagen, Herr Grindelwald, weil wir ja nichts mit Ziegen oder mit Schützenfest zu tun haben. Nein, nein, es geht ja nur um den Transport, dass Sie die nicht selber. Ich erwarte ja nicht von einer jungen Frau, dass Sie die Ziegen ins Tal tragen. Da ist ja der Hubert für zuständig mit Ja, seinen aber wer. Leuten. Ach so, na, da muss er sich kümmern, aber da habe ich keinen Kontakt zu Hubert. Nein, nein, ich möchte ja gerne mit ihm sprechen. Sie will sie da ja auch nicht Aber ich unnötig kann ihn doch auch involvieren. nicht, ich kann sie auch nicht verbinden, weil ich hier ganz woanders sitze, Herr Grindelwald. Nein, ich habe ihn doch gerade im Hintergrund gehört. Das ist aber nicht der Hubert. Wie heißt er Ja? denn? Bitte? Wie heißt er denn? Das ist der Herr Steff. Der hat ja den Zweitnamen Ignatius. Vielleicht hat er sich ja so vorgestellt bei Ihnen. Nein, auch nicht. Das Weder gibt's ja. Hubert noch Ignatius. Das ist eine riesen Da sitze ich. Verschwörung. Was soll ich jetzt mit den ganzen Ziegen hier oben machen? Ich kann es Ihnen nicht Und meine sagen, Herr Grindelwald. Kaffeeration geht auch zu Ende. Das ist ja der Bitte. größte Verrat von allen. Was geht zu Ende? Meine Kaffeeration, ich komme hier nicht klar ohne Kaffee. Das Herr muss ja immer. Grindelwald, ich kann. Wir haben Ich hier kann. 3.500 Höhenmeter, ich kann doch nicht ins Tal nach unten laufen. Die Seilbahn funktioniert auch Aber nicht. sind Sie denn dort hochgekommen? Ja, mit der Seilbahn, die ist ja kaputt gegangen. Ach so. Oh, jetzt die Ziegen, die stehen ja in vollem Fell, die müssen ja geschoren werden. Ja, aber da bin ich raus, Herr Können Grindelwald. Sie Ich denn einmal, kann nicht da. ich kriege da niemanden erreicht, können Sie einmal im Tal bitte anrufen? Ihre Ich kann Leitung ja noch, scheint ich zu habe doch noch nicht mal eine funktionieren. Telefonnummer vom Tal. Ich weiß es nicht, wen ich da anrufen kann. Das ist ja eine Ziege, hat meine Telefonliste aufgegessen. Ich kann auch nicht mehr anrufen.
Das ist natürlich sehr ungünstig. Ja. Herr Grindelwald, wie sagt den Gutschein von Trenntors, den kriegen Sie per Post zugeschickt? Ist das denn legitim? Ich habe ja für den Notfall eine Leuchtpistole bekommen. Ist das denn legitim, die jetzt einzusetzen? Das weiß ich nicht, Herr Grindelwald. Ach, was mache ich denn jetzt? Das gibt es hier nicht. Ihr ganz verzweifelt. Können Sie einmal die Bergwacht nach oben schicken? Kann ich auch nicht, weil ich nicht im Tal sitze. Also weiß ich nicht, wen ich da hochschicken kann. Die Bergwacht? Das ist der Peter? Ja. Weiß ich auch nicht, kenne ich nicht. Aber warum nicht? Ich muss jetzt hier weiter, ja, weil ja. Die Leitungen werden ja blockiert. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Ist bei Ihnen auch eine Lawine, dass die Leitungen blockiert sind? Nein, vielleicht ist das ein globales Wetterereignis. Und wir sind die letzten Überlebenden. Dann müssen wir die Erde wieder bevölkern. Ja, Herr Grindelwald, ich wünsche Ihnen alles Gute und noch einen schönen Tag. Ja, den werde ich nicht haben. Die Ziegen, die schreien alle, weil die nicht geschoren werden. Da kann ich jetzt auch nichts dran tun, Herr Grindelwald. Ich muss weiterarbeiten. Meine Leitung ist hier belegt. Ich wünsche Ihnen alles Gute und noch einen schönen Tag. Ja, auf gleichfalls. Wiederhören. Ja, danke. Wiederhören. Alter, wie lange die sich diesen Schwachsinn anhören, Ziegen ins Tal tragen. Also im Hintergrund der Typ, leg auf, leg auf, leg auf. Das war bestimmt der Bürgermeister. Der will nur nicht die Ziegen ins Tal tragen aus 4000 Höhenmetern.